Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay of the Week von der Rise Community und diese Woche mit unserem Mitglied, dem guten Azue von Rise in seinem AMX 1390 und das Ganze auf Pilsen. Hallo und wir starten das Game mal. Ja, zusammen mit dem guten Mighty LT von Rise im T95. Ich denke mal, den T95, den muss er noch fahren. Und wie wir hier sehen, drei Gunmarks auf dem 1390. Der Azue wird diesen Panzer nicht mehr fahren müssen. Fährt ihn dementsprechend mit gutem Setup. Wird eine gute Crew drauf haben. Dann gucken wir mal, was hier auf Pilsen leisten konnte. Also zwei Artis auf jeder Seite. Neuner Game. Mit Achtern. Ah, ist schon mal gut. Beide Lights aufgemacht hier in der Anfahrt. Selber schießt er nicht. Das ist auch die richtige Entscheidung. Der Gegner wird hier auf jeden Fall hinnehmen. Gerade sowas wie, ja, die Su, der Scorpion. Die werden auf jeden Fall oben auf dem Berg stehen. Und der Gegner macht ja im Moment noch nicht so den aggressiven. Klar, er befährt hier die vordere Seite. Das kann er auch machen von seiner Seite aus. Ui, oh ja. Reifen kaputt. Ich glaube, den EBR will man raushaben. EBR trifft halt. Aber gut, er stand auch fast. Ah, sehr glücklich. Scorpion hat ihn hier nicht penetriert. Das ist super lucky. Schade hier, der Hit geht nicht rein. Aber der zweite Schuss auf den LHMTV geht drauf. Auch gerade der, beides sind ja die Radpanzer. Aber der Achter ist noch sehr, sehr schwach. Ach so, nee, beides sind gar nicht Radpanzer. Ich lüge. Das eine ist natürlich der britische zum Manticore. Bin ich auch gefahren, eine mit der letzten Reihen, die ich gefahren bin. Im Moment hält die Art hier noch nicht rein. Das ist sehr glücklich für ihn. Na, jetzt wird er nochmal aufgehen. Ah, EBR hat das gut gemacht, holt ihn hier raus. Hinten geht der Leo auf, oben der Scorpion. Ja, so wie gedacht. TDs stehen oben natürlich auf dem Hügel. Na, kriegt er noch einen Schuss drauf? Nee. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Die sieht eigentlich ziemlich gut aus für sein eigenes Team. 732, also der Doppelrohrpanzer in der Mitte. Ja, der geht da auch auf. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ah, typisches Leitproblem. Hat er eher darauf geachtet, was als nächstes so sein Plan ist. Hat nicht geguckt, wo er hinfährt. Super unangenehm natürlich. Gegnerische Doppelrohrpanzer haut ihm hier eine Kelle rein. Das ist nicht so schön. Und wenn er vielleicht jetzt hier gleich noch einen zweiten bekommt, das wäre mehr als unschön. Ja, ein 402er noch. Damit ist er One-Shot. Was den nächsten Schuss angeht. Da muss er ein bisschen aufpassen. Ja, hier rüber zu den Heavys fahren, ist manchmal nicht die beste Entscheidung. Er hat ein bisschen Glück hier. Der TS5 drückt auch mit drauf. Und das wird gleich bedeuten, dass sie ihn da so ein bisschen flankieren können. Na, hat er schon geschossen? Ich weiß es nicht, aber der TS5 hat da auch noch eine Kelle reingehauen und damit konnte ja Azue den Gegner rausnehmen. Auch wichtig, dass die Mitte hier frei ist für sein eigenes Team. Aber bis jetzt 2-1, es sieht noch alles gut aus. Wobei wir sagen müssen, sein Team sieht hier schon sehr angeschlagen aus. IS-2, TS-5 und auch der gute Mighty LT in seinem T-95 sieht schon sehr angeschlagen aus. Da würde mich mal interessieren, was ihn da alles penetriert hat. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt hier die Artis irgendwie gespottet. Manchmal stehen ja hier vorne auch nochmal welche. Oder sie stellen sich nicht so positiv für sich selber auf. Dementsprechend kriegt man sie auch auf. Aber wie es aussieht, stehen sie doch besser. Vielleicht stehen sie auch auf der anderen Seite, ja. Ach, Mighty pinkt auch gerade dahin. Sind die Artis hier auf der rechten Seite? EBR ist in der Mitte noch. Da muss man ein bisschen gucken. Ansonsten, Artis kriegt er gerade nicht gespottet. Die werden wahrscheinlich sicher hinter den Büschen stehen. Boah, T95. Gut seitlich, aber das ist kein so toller Gegner. Ah, schade. Nicht getrackt bekommen. Da wollte er das hintere Track-Hut nehmen plus noch Schaden machen. Das wäre natürlich schön gewesen. Ich glaube, wenn der T95 sich schlau anstellt, kriegt er ihn hier sogar raus. Er ist ein bisschen zu breit für das ganze System hier. Aber der T95 steht so, dass er, glaube ich, nicht so richtig drauf wirken kann. Weil der TS5 ja auch noch seitlich ist, glücklicherweise. Kann ja der gute Azue erstmal einen ganzes Clip reinballern. Warum nicht?
ist ein lohnendes Ziel. Fast 3000 Schaden auf der Uhr. Ein bisschen glücklich hier. EBR hinter ihm müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass der jetzt hier rangefahren kommt. Der könnte ihn auf jeden Fall mit einer HE one-shotten. Ja, TV90 hatte sich seitlich gedreht zum TS5 und geht hier an der Stelle raus. 3-3, alles noch offen. Oh ja, den Radpanzer. Ein bisschen lucky war der Schuss schon. Aber genau so muss es auch mal sein, ne? Man muss auch mal Glück haben an der Stelle. Nimmt hier den Radpanzer raus. Das ist gut für sein Team, gerade hier auf der offenen Fläche. Das bedeutet, da können sie nicht ganz so extrem drücken. Ah, vielleicht kriegt er jetzt hier noch einen Scorpion auf oder die Su. Ne, kriegt er nicht. Aber er geht selber auch nicht auf. Und das sagt eigentlich so viel wie, die stehen da oben nicht richtig in den Büschen. Vielleicht sind sie schon auf der Außenlinie und machen da jetzt extrem Druck. Wenn wir uns mal außen den Udis angucken, das ist der Achter in dem Fall, aber die zoomen mit dem Team. Die werden jetzt die äußere Flanke clearen, denke ich mal. Also der Meter wird da gleich rausgehen. Ja, geht auch raus. Der Leo ist nämlich auch noch da. Das ist super unschön. Oh, T75, da möchte man auch keine Kelle bekommen. Aber ein schöner Arti hier drauf. Und jetzt, ja doch, er repariert. Ganz glücklich, aber ich habe es jetzt selber gar nicht gesehen gehabt. Der E75 scheint geschossen zu haben. Er klärt jetzt hier die Seite noch ein bisschen mit. Es wäre natürlich super wichtig, vielleicht diese zwei Panzer danach rauszubekommen, dass Mighty vielleicht auch überlebt. Er fährt jetzt hier auch von hinten an. Ich glaube, das ist genau die richtige Entscheidung. Es kann sein, dass er da rausgeht, aber dann ist es halt so. 2002 Mega-Checker. Auch wieder ein richtig guter Name. Der Conqueror. Emi hat einmal geschossen. Okay. Emi hatte jetzt zwei Schüsse. Vielleicht hat er noch... Müsste jetzt eigentlich im Reload sein, theoretisch. Oh, nee. Hat er noch einen drin gelassen. Und das war tatsächlich HE, hatte er genommen gehabt für den... T95 gegen für den guten Mighty hat er ja eh reingeladen mit Mimi, aber es hat ja irgendwie funktioniert, ne? Er hat ihn ja rausbekommen. Na, er muss ja ein bisschen darauf achten, nicht, dass die Artis hier gleich auf ihn hitten. WT nimmt drüben den Udis raus, das ist gut. Der STHV muss mal gucken, ob da drüben der Leo. Nein, da geht der Leo aggressiv auf den STHV, nimmt ihn da raus. Scorpion drückt von unten noch ran. Die Su wird bestimmt schon hinterhergezogen sein. Dann schlussendlich haben wir dann nur noch die beiden Artis im Hintergrund. Das sieht nicht gut aus hier an der Stelle. 106 HP. Dafür ist er auch für alles One-Shot. WT hat auch nicht mehr so viel. Hat plus noch 500. Was macht man jetzt hier an der Stelle? Fährt man oben auf den Leo und auf den Scorpion drauf? Eher unwahrscheinlich. Vielleicht kriegt er den Emi mal auf den schwachen Fuß oder die Su. Wer weiß, wie viel HP die noch hat. Naja, da geht auf jeden Fall die Su und der Scorpion auf. Hatten beide auch noch ganz gut HP. Die werden jetzt aggressiv auf den WT draufdrücken. Weil der ist im One-Shot. Für beide, in dem Fall. Ah, Arti hitte trotzdem noch einen Scorpion raus. Ich glaube, das war gar nicht mal so unwichtig. 10 zu 13, vielleicht jetzt die Artis hier rausbekommen. Jawohl. Eine Arti geht hier sauber raus. Ah, jetzt muss er gucken. Hoffentlich kriegt er jetzt hier nicht irgendwie den Arti-Hit. Ah, er dreht auch nochmal, stellt sich hinters Haus. Ja, ich glaube, ist gar nicht mal so schlecht. Da ist die andere Arti. Ah, wo steht die? Ach, wo steht die? Ja, sehr gut. Stehen tut die mal gar nicht. Die liegt nämlich, die hat sich nämlich, Arti war müde, die hat sich schlafen gelegt. Die kleine Maus. Da kann man mal die Augen zumachen. Puh, das noch zu carryen hier an der Stelle. 5310 Schaden. Drei Gegner noch. Und er ist für alle drei One-Shot. Und wer weiß, wie viel HP die noch haben. Klar, er hat den Vorteil der Sichtweite, aber gegen Leo PTA, weiß ich nicht, wenn er eine gute Crew und alles drum und dran hat, wird das trotzdem schwierig. Gerade wenn er noch ein bisschen HP dran hat am Leo. Ja, am schlauesten wäre es jetzt eigentlich der Leo oder irgendwer stellt sich rein. Am besten der Emi eigentlich ins Cap. Und die anderen beiden bleiben hier oben auf dem Hügel.
Weil dass der Asoe von hier oben angefahren kommt, kann man eigentlich sehen, würde ich sagen. Hoffentlich fährt jetzt nicht noch ein zweiter rein. Wobei er trotzdem gleich spotten dürfte. Und das Gute ist, er hat hier oben dann sogar den Busch und kann 15 Meter einhalten. Ah, da kriegt er ihn auch auf. Jawohl. Nimmt ihn hier raus. Geht wieder in den Reload. Ja, so der Reload sieht ein bisschen schlecht aus, ehrlich gesagt. Also er hat jetzt nochmal 4 Schüsse drinne. Aber danach hat er noch einmal 2 und einmal 3. Ja. Aber Munition ist und so im Endeffekt knapp. Wir wissen jetzt auch nicht so richtig, wie viel hat jetzt die Su noch. Wie viel hat der Emil noch. Also doch, den Emil, den wissen wir. Der ist in dem Fall Two-Shot. Aber wie viel hat die Su noch? Ah, die Su hat nämlich noch gut HP. Oh, Lucky Shot. Lucky Shot. Ja, mit 3 Schüssen könnte er sie rausbekommen. Da hätte er noch... Noch genug Munition auf jeden Fall. Ah, fährt die Su da einfach rum? Nee. Doch, macht sie. Und hat sogar geschossen. Oh, ist das unglücklich. Oh, er muss aufpassen, da hinten ist der Emil. Oh, gerade so in Sicherheit gekommen. Geht jetzt in Reload. Ja, hat 3 Mumpeln dann drinnen. Die reicht auf jeden Fall für die Su. Aber dann hat er jeweils nur noch 2. Für den Emil. Sehr gut gemacht hier. Angetäuscht. Fährt hinten rum. Fährt wieder zur anderen Seite. Ja, vielleicht erstmal den Emil rauskommen. Der wird jetzt nämlich über die offene Fläche fahren. Ja, das ist eine gute Idee. Tatsächlicherweise. Ja, da ist er auch. Jawohl, einer. 2. Geht raus, ist auch aufgegangen. Also wenn er Emil im Turmdreher geschossen hätte, dann, hui, das wäre kriminell geworden. Na? Ja, die Su schön verarscht, hinten rumgefahren. Er hätte ja sogar gleich die Büsche nutzen können. Für den einen Easy Shot, aber er geht nochmal in den Reload und nimmt die 2 sicheren Schüsse. Ja, die Su ist oben, guckt auch in die falsche Richtung. Oh! 2 Schüsse noch. Das hat die Su auch einfach nicht gut gespielt, aber trotzdem eine Top-Leistung. Hinten raus das noch zu gewinnen, war auf jeden Fall deine Leistung. Und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein und gucken uns das Ganze mal an. Hui. Hui, hui, hui. Da hattest du bestimmt spitzige Hände, gerade zum Ende hin. Ja, gemeistert. Radley Waters, dann die Pescucci Medal für die Artis Defender. Klar auf den Leo da verteidigt. Großkaliber und die Top Gun der Krieger logischerweise durch die Radley Waters. Und wir gehen mal in die Teamauswertung. Und da sehen wir 7.195 Schaden, 9 Kills, 1.757 BSXP. Richtig starke Leistung hier mit einem AMX 1390, der natürlich auch, das muss man ehrlich sagen, die Badget davor und dahinter, ein super starker Panzer auf 8 und 10, aber auch auf 9 ist der AMX schon eine Wucht. Kein gut spotten, hat das 4er Magazin, was auch völlig in Ordnung ist. Sehr solider Panzer, auf jeden Fall. Ja, ganz klar hier das Game gewonnen und wir gehen mal noch in die detaillierten Infos. Da sehen wir 39 Mal geschossen, 37 Mal getroffen und davon 33 Mal penetriert. Das ist ein gutes Ergebnis. Ich finde persönlich die AMX-Gun eigentlich noch ganz gut, im Gegensatz zur Badget-Gun. Die finde ich schon manchmal ganz schön Kartoffel. So wie die manchmal in irgendwelche Richtungen schießt, das, ja. Manchmal trollt es einen doch schon extrem. Ja, 364 Unterstützungsschaden. Mit einem kleinen Minus rausgegangen. Logischerweise war ja doch ordentlich Premium-Munition, was hier verschossen wurde. Aber du warst, so hast dich so und so leer geschossen. Ja, was soll man dazu sagen? Einfach eine sehr, sehr solide Leistung. Danke hier an Asoe, danke an die neuen Opfer. Nächstes Mal, auch das ist wieder so ein Gefecht. Da muss sich doch mal einer anstrengen, dass man vielleicht mal auf die Pooh-Medaille wiederkommt. Ich kenne das selber, Pooh-Medaille ist schon was Feines, nimmt man sehr gerne mit. Musik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Daumen hoch würde ich mich freuen und dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Macht's gut!